Was geht ab, Leute? Not Love Games und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Immer schön klettern. Gucken ihn nach unten. Du Arsch. Ist du okay? Die gehen eh beide drauf. Das heißt beide, alle gehen drauf. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Ich bin mal gespannt, inwiefern die Story erweitern. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich. Eine Mogri-Medaille. Was kann ich damit anfangen? Okay, es kann sich lohnen, mehr davon zu sammeln. Toll. Worauf wartest du denn, Cloud? Mach hin! Ist aber toll, wie die Zeit da stehen bleibt. Das haben die gut gemacht. Früher wäre das nicht so gewesen. Früher hätten die gesagt, ha, dein Leben oder die Truhe? Kannst du dir entscheiden. Also die sagt schneller und klettert so langsam. Die ewige Leiter. Nicht so lang wie Metal Gear Solid 3. Echt? Wollen die uns immer noch bekämpfen? Geh schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Mach dir um mich keine Sorgen. Hab ja Soldat geleitet, Schatz. Ex-Soldat. Da sind sie! Offensivhaltung und immer drauf. Oh, ich kann mehrere. Oh, ich schieße jetzt auf mehrere Ziele dann. Das ist ja geil. Ach, nur so ein bisschen. Da kommt noch ein fetter Boss, soweit ich weiß. Der jetzt nicht. Oh, man kann ja wirklich ausweichen. Wir schießen auf einer Stelle. Das soll den Balken auffüllen. War ja richtig scheiße. Volle Konzentration. Und direkt Blitz hinterher. Ich sollte mir noch ein bisschen MP aufbewahren, das schaffen wir auch so. So, und jetzt volle Pulle drauf. Und Mutangriff. Sind wir zu Cloud. Er geht nie in die Offensivhaltung, nie. Das war ein richtig guter Kampf. Scheiß Dinger sind zum Glück deaktiviert. Für alle Spezialsachen muss man wechseln. So viel Zeit muss sein. Ach, oh, die Viecher haben genervt. Oh, die haben genervt. Da hilft ehrlich gesagt nur Magie. Feuer. Barrett kann auch nicht. Ist schon krass, wie Schaden die machen.
auch gespannt, wie die Materie an dem Spiel gemacht haben. Wahrscheinlich so wie vorher. Oh fuck, da oben. Wechsel, Wechsel, Wechsel. Ja. Das ist viel zu wuselig. Zwei von denen sind echt hart. Leider ja. Magie von Cloud ist besser. Feuer macht halt viel mehr Schaden gegen menschliche Ziele. Haben den Ball. Ist ja Pl. Ja. Ich zähl auf dich. Bam, 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 bam. Das war's. Dafür hätte man eine halbe Stunde sogar brauchen können. Oh Mann. Also nicht die Bombe, die haben den Reaktor freiwillig selber zerstört, um ihn zu begraben. Wieder was Neues. Da fehlt aber tatsächlich ein Boss. Oder war der bei dem zweiten Reaktor? Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was genützt hat?
Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Okay, das ist ein bisschen anders. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob das beim zweiten oder beim ersten Reaktor war, aber ich meine, die sind aus dieser brennenden Tür gekommen. Beim zweiten sind die doch mit dem Zug gefahren. Oh. Ach, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammelten Mikro. Ja, das ist Barrett. Findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob es am Schießpulver lag? Nee, es lag ganz schön dran. Dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Eine Kiste. Nur noch ein Stückchen. Das ist so die Materie, die da eingebaut ist. So cool. Und hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter! Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Die haben Unschuldige auf dem Gewissen. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Das ist die Szene, wo die aus dieser brennenden Tür rauskommen. Das muss das sein. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen. Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Ganz genau. Ja, das muss das sein. Ich versuche es immer so abzugleichen mit dem... Ich wollte sagen, mit der ersten Version. Mit dem alten Spiel. Da sind die hier aus dieser brennenden Tür gekommen und Binks hat den Arsch voll Feuer gehabt, genau. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil. Wir treffen uns im Zug. So in 3D zu sehen, ist so verrückt. Unglaublich. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Genau. Ja, wir müssen zurück zu Tifa. Klapp, klapp. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Materia.
Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Neue Funktion, Ausrüstung Materia. Du kannst jetzt Materia in Waffen und Rüstung einsetzen. Ich mache mal das Tutorial, wenn das... Aber ich denke, das ist genauso wie damals. Ja, es ist genauso wie damals. Ja. Wir können natürlich viel kombinieren. Das ist möglich wie damals. Da hat sich nichts geändert. Oh, ich warte auf all die Szenen, wo Claude gleich auf den Zug springt oder ob das später war, ich weiß nicht mehr genau. Dann, wo er durch die Kirche kracht, auf das Blumenbeet. Das sind genau die Szenen. Krass, das ist so krass zerstört. Das hat man, glaube ich, gar nicht so sehr gesehen vorher. Ja, lass mich doch erstmal gucken. Ja, ja, ja. Die lassen einen aber auch nicht erkunden. Das finde ich doof. Nein, ich will gucken. Da, Shinra. Keiner sagt was dazu, dass der ein riesiges Schwert mit sich führt, was genauso groß ist wie er. Der Bahnhof steht. Hat man, glaube ich, auch noch nie so wirklich in dieser Größe gesehen. Natürlich vielleicht den Crisis Core oder so. Das ist wirklich gerade unmöglich, aber wir sind jetzt schon in dem Dorf, was brennt. Das kam noch viel später, oder nicht? Ich hab's leider nicht mehr so gut im Kopf. Das kam viel später. Na gut, das Spiel ist nicht 1:1 wie damals, also... Ha. Jetzt hier auch alles mehr um Midgar. Ich denke, wir werden auch nie auf die Weltkarte kommen. Ist leider kein volles Remake. Das wird alles nur so ein bisschen erweitert.
Ah.